Hi, ich bin Holin. Und ich bin Zweiler. Und das ist iHolin. Ja, wir haben letzte Woche Nicki Minaj getroffen. Das war nicht Nicki Minaj. Lass mich doch erst mal ganz kurz erklären. Nicki Minaj ist eine amerikanische Rapperin und ja, sie wurde bekannt durch ihre bunten Perücken damals. Sie ist dunkelhäutig, hat große Titten und einen großen Hintern. Die Frau, die wir getroffen haben, hatte aber weder große Titten noch einen großen Hintern, noch war sie dunkelhäutig. Zweiler! Also, was ist denn los mit dir heute? Gar nix. Na, jedenfalls, wir haben sie getroffen. Hier bei uns in unserer Stadt. Seht selbst. Oh mein Gott, Weiler, da hinten steht Nicki Minaj. Das ist doch nicht Nicki Minaj. Sie hat weder große Titten noch einen großen Arsch. Also ich frage sie jetzt nach dem Autogramm. Ach, oh mein Gott. Excuse me. Hä? Can I have an autogram from you? I'm a big fan, Nicki Minaj. Hä, was? Was für. Hä, was? Was? Nee, hä? Lass mich in Ruhe. Nicki Minaj! Ach, toll, Zweiler, wegen dir. Wegen dir, Zweiler. Wegen dir ist sie einfach abgehauen. Das war nicht Nicki Minaj. Jeder hier wird das hier bestätigen, ja? Und außerdem bist du doch gar kein Fan von ihr. Du hast doch immer gesagt, ja, die ist voll fett und so. Ja, aber wenn man einmal so einen Fan trifft in real life, dann ändert man seine Meinung. Ja, nee, ist klar. So, können wir jetzt das Gewinnspiel machen? Ja, dann schieß los, Twyla. Es gibt zu gewinnen diese scheiß Gollum-Tasche hier mit Zopfgummis drin. Ein ganzer Lebensvorrat mit Zopfgummis. Wer seine Zopfgummis öfters mal verliert und so. Ja, und die Frage lautet: Wer ist Nicki Minaj? Die dunkelhäutige Rapperin mit dicken Titten und dicken Arsch oder diese weiße Schrulle da, die Holin einfach mal so auf der Straße getroffen hat? Hey! Und schreibt einfach, dass eure Antwort auf www.iholin.com und der Gewinner wird in der nächsten Sendung bekannt gegeben. So, ich gehe jetzt. Zweiter, was ist los mit dir? Warum bist du heute so angepisst? Ich habe meine fucking Regel, also sprich mich bitte nicht mehr weiter an. Okay. Ja, also wie gesagt, ne, schreibt das auf iholin.com und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und hoffentlich hat Zweiler bis dahin auch gute Laune. Bis denne!